Auf dem Heuboden ist wieder Stimmung, so nennen Basketballfans ja die Ischelandhalle in Hagen. Da spielt ihr Verein Phoenix Hagen seit dem Wochenende wieder in der Pro A, also der zweiten Liga. Saison hat angefangen, Samstag gegen Jena. Lief jetzt noch nicht so gut für das neue Team aus Hagen, aber es kommt ja auch noch was. In der Mannschaft ist natürlich auch richtig viel Bewegung. Da stehen aber auch sehr coole Typen auf dem Feld. Er hier zum Beispiel. Er ist neu, der Mann mit der Nummer 55. Ralf Honnou, bei seiner Premiere das komplette Programm Ischehölle. Emotionen ohne Ende, eine Berg- und Talfahrt der Gefühle. Auf dem Parkett und auf den Tribünen. Es war intensiv, es war laut, es war spannend. Der Neue mittendrin. Er fluchte, rannte, kämpfte. Alles umsonst. Erster Auftritt, erste Niederlage. Ausreden, Fehlanzeige. Ich glaube, ich hätte ein bisschen mehr, noch mehr leisten können, noch mehr dem Team helfen können, weil ich ein paar Qualitäten heute auch nicht gezeigt habe. Der Neue ist 22 Jahre jung. Ich glaube, mein Ehrgeiz geht bis ganz oben. Also ich bin wirklich einer der, also würde ich sagen, einer der ehrgeizigsten Menschen, die es gibt vielleicht. Und ich versuche wirklich 100% zu geben, auch wenn es vielleicht beim Training nicht so aussieht, aber beim Spiel, ich bin wirklich immer 100% da. Und auch wenn wir 20 hinten sind, ich versuche die Crowd und die Jungs anzufeuern und versuchen trotzdem, auch wenn wir 20 hinten sind, auch das Spiel zu gewinnen. Sein Karrierestart? Ziemlich überschaubar. Erst war ich im Verein und dann war es ein langsamer Start, glaube ich mal, weil ich auch nicht so am Anfang auch nicht so ernst genommen habe, weil ich auch relativ andere Hobbys hatte. Ich war auch ein bisschen am Skaten, war auf jeden Fall ein wildes Kind, hatte sehr viele Aktivitäten. Und jetzt Hagen, genau sein Ding. Neben meiner Wohnung ist ein Park direkt, wo ich liebe es einfach im Park zu sein, in der Natur zu sein. Manchmal schlafe sogar im Park, so deswegen, also es ist perfekt für mich, auch diese bergischen Landschaften, das Grüne ringsrum und dann halt auch das Schöne, dass du auch so das Ruhrgebiet hier hast, wo du Dortmund, Düsseldorf, Köln hast, wo ich dann halt auch so sozusagen auch in Köln relativ viele Freunde habe, die ich dann auch gerne besuche. Er ist ehrgeizig, selbstbewusst, zielstrebig. Ich sage gerne so, mein Leben ist Kunst. Ich lebe eine Kunst, ich mache Kunst in jeder Form und ich mache auch Kunst im Sport. Ich mache Kunst mit Basketball in jeder Form, in der Defense, in der Offense. Ein cooler Typ mit klaren Ansagen. Ich will gewinnen, ich will jeden Tag, jedes Spiel immer gewinnen. Auch im Training will ich gewinnen. Wenn es heißt Game on, ich bin da, ich versuche jedes Spiel zu gewinnen. Und Erfolg ist sehr, 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 sehr große Sache in meinem Mind. Und ich tue auch alles für den Erfolg. Basketball in Hagen, das ist Leidenschaft. Ein Spieler wie Ralf Honnou passt perfekt. Das Fazit nach dem Debüt, da geht definitiv noch mehr. Ja, ehrgeizig ist er ja auf jeden Fall. Dominik Spohr ist jetzt da von Phoenix Hagen. Haben Sie noch mehr Spieler, die im Park nachts rumliegen? Ja, also herzzerreißende Neuigkeiten, die wir da gerade bekommen haben. Also muss ich morgen direkt mal mit dem Geschäftsführer sprechen, wie das sein kann, dass unsere Spieler im Park schlafen müssen. Ja, vor allem, ob das auch mit rechten Dingen zugeht. Also ist ja vielleicht auch nicht ungefährlich, wer weiß. Ja, kommt drauf an, welcher Park. Aber es ist ja ein richtig cooler Typ. Jetzt müssen wir zu Ihnen sagen, lange Zeit selbst Spieler gewesen, inzwischen Leiter für Vertrieb und Marketing bei Phoenix Hagen. Wie schwer ist das, solche Typen zu finden und dann auch in so einem Club zu halten? Ja, solche Typen sind natürlich ein Stück weit Gold wert, weil sie auch die Identität des Vereins prägen können. Ja, also der lebt ja Hagen, ne? Also der lebt Hagen und man sieht das, er hat jetzt im Beitrag jetzt nicht so das Kind beim Namen genannt, aber ich glaube, dass er an seiner letzten Station nicht so sehr glücklich war und genießt das jetzt einfach hier in vollen Zügen. Und das sieht man
auch basketballerisch. Vielleicht auch im Training irgendwann. Ja, da hat er auch gesagt, dass man es da vielleicht nicht immer sieht, aber ich kann mir das doch schon vorstellen, dass er da auch ähnlich Gas gibt wie in den Spielen. Ansonsten ist Ihre Aufgabe jetzt als Leiter im Vertrieb, Marketing natürlich auch, sich ums Geld zu kümmern, also Sponsoren auch an Land zu ziehen und an den Verein zu binden. Das scheint ja richtig gut zu laufen, oder? Wie erklären Sie sich das, dass der Verein jetzt so einen Zuspruch auch in der Stadt findet? Ja, richtig gut ist immer relativ natürlich, ja, aber es ist ein Parameter dafür, dass die Entwicklung eine gute ist und dass der Trend intakt ist, dass es weiter nach vorne geht mit Phoenix. Also ich sagte, es ist ein Parameter, natürlich auch die Hallenauslastung ist ein weiterer, den man zur Rate jetzt beim ziehen ersten kann. Spiel, ne? Genau, ja, hatten jetzt auch in der letzten Saison einen sehr, sehr guten Schnitt, womit wir sehr zufrieden waren. Ja, und wir wollen die Geschichte halt einfach immer weiterschreiben. Ja? Und da sind wir gerade auf einem ganz guten Weg, denke ich. Aber wohin geht die Geschichte? Und das ist ja die große Frage in Hagen, weil ich meine, wenn der Zuspruch in der Stadt so da ist, wenn der Basketball-Hype da ist, dann wollen doch alle in die erste, also in die Basketball-Bundesliga, in der Sie ja auch gespielt haben. Was hält den Verein da noch auf? Ja, also es ist sicherlich das große Ziel, wieder mit Hagen in der ersten Liga aktiv zu sein. Hagen ist kein Standort im Basketball, der in die zweite Liga gehört. Das ist einfach so. Dazu ist die Euphorie zu groß. Dafür ist auch die Geschichte spricht dafür. Aber Knackpunkt ist die Halle, die einfach nicht Bundesliga-tauglich ist von der Größe her bisher. Die Halle wird sicherlich früher oder später zu einem Problem werden. Das wäre jetzt noch nicht der ausschlaggebende Punkt. Es gibt Möglichkeiten, auch in der BBL mit unserer altehrwürdigen Ischlandhalle antreten zu dürfen. Da gibt es durchaus die Möglichkeit. Aber wir brauchen das nicht schönreden. Also früher oder später wird das Thema Halle ein großes werden. Wir drücken die Daumen, dass Sie sportlich alle Weichen stellen, dass das nicht im Weg steht. Und bevor ich Tschüss sage, sagen wir jetzt noch mal ganz kurz, dass wir nämlich Tickets haben. Weil Samstag ist das nächste Spiel, Phoenix zu Hause gegen Kirchheim. Ne? Und da können Sie gerne dabei sein. Wir haben Karten für das Spiel am Samstag, 28. September, 19 Uhr. Ne? Basketballkarten, die Sie haben können, mit ein bisschen Glück, gewinnen Sie die. Schreiben Sie uns eine E-Mail an lokalzeit.dortmund@wdr, dass Sie die Karten haben möchten. Und dann drücken wir die Daumen. Dominik Spohr, herzlichen Dank für den Besuch und dann toi toi toi, sagen wir weiter. Danke für die Einladung.